Hallo, heute möchte ich wieder ein bisschen schrauben an meinem neuen Motorrad, an meiner Ducati. Passend zum italienischen Motorrad habe ich meine italienische Pfeife rausgesucht heute. Diese Band Sabinelli Punto Servo, 9 mm gefiltert, ziemlich großer Kopf, ein Ebonitmundstück mit einem super komfortablen Biss, die liegt richtig gut im Mund. Angenehmes Bissgefühl, da lege ich mittlerweile Wert drauf. Ich habe schöne Pfeifen, die eine schlechte Balance haben, die lange ich gar nicht mehr so oft an. Rauchen tue ich bei der Gelegenheit. Hello the Wind. Glücksfall, gestern eine fast volle Dose von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ich habe den schon mal probiert, also eine Tabakprobe, und muss sagen, damals ist mir schlecht geworden, anscheinend auch den Nikotin nicht so vertragen. Die rauche ich jetzt ungefähr seit einer halben Stunde, schmeckt hervorragend. Habe auch ein Review gelesen, dass man eine Pfeife mit einem großen Kopf verwenden sollte, diesen Tabak. Das habe ich gemacht. Eine wunderbare Geschmacksentfaltung. Ich werde heute ein paar Kleinigkeiten am Motorrad machen. Erstens habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer kürzlich Wartung gemacht hat. Hat aber die falschen Zündkerzen verwendet. Ich habe mir jetzt, weil es ja wurscht ist, der Euro wird sowieso kaputt, diese neuen Iridium-Kerzen besorgt. Bei Detlef Lewis kostet eine im Angebot knapp 14 Euro. Halten aber dafür 50.000 Kilometer. Also schon doppelt so lange halten wie normale Kerzen. Mit sämtlichen Verbesserungen, bessere Gasannahme, weniger Verbrauch, was halt so versprochen wird. Wenn sie halb so gut sind wie in der Beschreibung, dann sind sie Geld allemal wert. Dann will ich mir die Pfeife kurz weglegen. Manche werden lachen drüber, einen Blinkersummer einbauen. Ich habe nämlich das Problem ab und zu, dass ich einen Blinker vergesse zurückzustellen, weil bei meinem anderen Motorrad, das ich fahre, ist eine automatische Rückstellung eingebaut. Nach ein paar Meter Fahrt geradeaus stellt er automatisch zurück. Das hat die Ducati nicht. Das heißt, ab und zu ertappe ich mich dabei, dass ich einen Blinker vergesse und das kann tödlich enden. Deswegen baue ich mir so einen Summer ein, den habe ich meiner Frau auch eingebaut, damit man den Blinker rechtzeitig wieder zurückstellt. Und dann hat die Maschine noch ein Problem. Es ist kein Problem, aber das Display ist mit einem schwarzen Kunststoff überdeckt und die Kontrollleuchten sind bei starker Sonneneinstrahlung so gut wie nicht zu sehen. Das heißt, ich habe keine Reserveschaltung, sondern eine Reserve-Warnleuchte, die ist so gut wie nicht zu sehen, wenn die Sonne drauf scheint, und auch die Neutralanzeige vom Gang ist schlecht zu sehen. Das heißt, wenn ich die Sonne im Rücken habe, ganz schlecht zu sehen. Da möchte ich mir jetzt zusätzlich so kleine Kontrollleuchten einbauen. Da mache ich mir ein kleines Blech an einer guten Stelle, wo man es gut sieht. Und werde parallel diese kleinen Kontrollleuchten einsetzen, damit ich die Funktion im Auge habe. Gut, ich zeige euch nachher nochmal den Zündkerzenwechsel. Ist eher kindische Arbeit, aber der eine oder andere Motorradfahrer ist handwerklich doch nicht so versiert. Der kann sich das einmal anschauen. Gut, ciao. Was ich euch gerade erzählt habe von dem komischen Steckschlüssel für die Zündkerze, habe ich mir die neuen Kerzen, die ich heute gekauft habe, noch nicht angeschaut gehabt. Und tatsächlich ist es so, dass die richtige Kerze eine andere Schlüsselweite hat. Wieder ein Zeichen, dass die falsche Kerze montiert war. Beim Bordwerkzeug war dieser 16er Kerzenschlüssel und ich habe jetzt einen 18er gebraucht. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Links ist diese Iridiumkerze. Die hat hier eine 16er Schlüsselweite und die verbaut war, hier hat eine 18er Schlüsselweite. Hier sieht man diese schlanke Zündelektrode aus Iridium, unkaputtbar. Das hier ist eine Standardzündkerze.
Am besten immer von Hand eindrehen, dann sieht man, ob das Gewinde sauber läuft. Bis zum Anschlag. Dann mit Gefühl anziehen, nicht zu fest. Normal gibt es einen Drehmomentschlüssel und einen vorgeschriebenen Wert, aber das habe ich als Mechaniker im Gefühl. Wenn ein baugleiches oder ähnliches Motorrad hat, der sollte mal seine Drainage kontrollieren. Habe ich gestern festgestellt, war total verstopft. Drainage heißt, dass wenn das Motorrad im Regen steht, durch den Tankdeckel Wasser eindringt und dann durch einen Kanal ablaufen soll, damit es in den Tank reinläuft. Der war bei mir verstopft. Das heißt, es ist vielleicht schon Wasser ins Benzin gelaufen oder ich habe es gerade noch rechtzeitig erwischt. Das ist ein Schlauch, der durch den Tank geht, durch den das Regenwasser ablaufen soll. Das ist nicht die Entlüftung, sondern eine Drainage. Und die habe ich dann mit viel Mühe habe ich die frei bekommen, mit einem Draht und einer Stunde Arbeit. Jetzt ist sie wieder frei, jetzt sehe ich mal, wo der Kanal ist. Es ist hier ein kleiner Trichter und das hier war alles mit Wasser voll, randvoll. Ich habe das dann mit einem Tempo abgesaugt und wenn es überläuft, dann läuft es hier in den Tank rein, hast Wasser im Vergaser. Also hier habe ich dann versucht mit dem Pressluft durchzublasen, vorsichtig, mit dem Erfolg, dass mir irgendwann da innen den Schlauch abgezogen hat. Den habe ich aber wieder raufbekommen und musste aber die Verstopfung lösen und die ist auf der Unterseite vom Tank gewesen. Hier. Diese Leitung geht quer durch den Tank nach oben zu der Trichteröffnung. Den Schlauch habe ich abgezogen und die Verstopfung war hier hinterhalb dem Knie in der Leitung. Vielleicht etwas Rost oder Korrosion oder Dreck vom Regenwasser. Ich habe es jetzt wieder frei, jetzt kann es wieder einwandfrei ablaufen. Sollte man mal kontrollieren. Gut, das war's für heute, ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht hilft es jemand. Tschüss. Was ich noch sagen wollte. Hello the Wind. Top Tabak. Unter der Arbeit geraucht. Super abgebrannt. Nicht ausgegangen. Perfekter Geschmack im Mund. Den werde ich im Auge behalten. Tschüss.